Smarana, ihr Lieben, zuerst möchte ich jetzt mal wirklich aus tiefstem Herzen Danke zu euch sagen. Danke für die wundervollen Worte der Liebe, welche ihr mir unter das Video geschrieben habt mit meinem Sohn. Es hat mich so tief im Herzen berührt und ich habe wirklich jedes Wort, alles gelesen, jeden Kommentar von euch. Und es sind ja bis heute 333 Kommentare, so eine schöne Zahl, die göttliche Ordnung. Und mir sind wirklich die Tränen nochmal runtergelaufen. Allein beim Durchlesen habe ich so viel tiefe Liebe und Mitgefühl von euch gespürt. Und das hat mich so sehr bereichert. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Und das wollte ich euch ja heute jetzt gerne sagen und vielen, vielen Dank. Ihr seid so wundervoll, ihr seid so toll. Und ja, danke auch, dass ich das euch sagen durfte. Denn ich selbst, ich möchte ja immer perfekt sein. Ich möchte ja alles, was ich mache, dass einfach, dass es wirklich einzigartig perfekt ist und ja, das eben mit, auch mit meinem Sohn lehrt mir, dass eben man nicht auf allen Gebieten einfach perfekt sein kann. Also stellt mich nicht auf einen Scheffel, nur weil ich channeln kann oder Medium bin. Ich bin dennoch ein Mensch, so wie du und ich, so wie wir alle. Ja, und das ist jetzt diese Gefühle der Liebe und das, was ich da getan habe, das passt jetzt genau auch in die Energie der 10 Portaltage. Deswegen finde ich das schön, dass das wieder mal so sehr gut geführt wurde von der geistigen Welt. Denn die 10 Portaltage, welche am 30.03. beginnen, liefern uns eine Energie, in welcher wir uns unseren Schattenseiten, unseren Ängsten öffnen können. Es wird also unterstützt, nochmal all das anzuschauen, was in uns noch nicht so richtig im Gleichgewicht ist, was die Probleme sind. Denn hier im Herzen und im Bauch, da tragen wir ja das göttliche Feuer. Besonders hier im Herzen. Und dieses göttliche Feuer, diese Feuerkraft, das ist auch gleichzeitig unsere Lebenskraft. Und die wird durch die Energie der 10 Tage jetzt angefacht. Die bringt uns dazu, unsere Schattenseiten nochmal anzuschauen, beziehungsweise sie bringt uns auch dazu, unsere Schattenseiten zu erkennen. Die zeigen sich. Und dann kommt es halt darauf an, ob man sich darüber ärgert oder ob man es annimmt. Also es wäre jetzt gut, diese Dinge anzunehmen, anzuschauen, anzunehmen und in die göttliche Ordnung zu führen. Gleichzeitig wird auch unser Kronenchakra total durch diese 10 Tage total aktiviert und macht uns super empfänglich für Energien aus der geistigen Welt. Also, wenn du jetzt dein göttliches Feuer entfacht hast oder es reicht auch dir, deiner Feuerkraft, deiner Lebenskraft bewusst zu werden innerhalb dieser 10 Tage, dann ist es möglich, dass über dein Kronenchakra intensive Energie dich in deinem göttlichen Feuer erreicht und dadurch dir eine Kraft gibt, ganz viel für dich zu tun, ganz viel loszulassen und selbst in die Heilung zu kommen in deinem Thema. Eine wundervolle Unterstützung und wir werden am Ende des Videos werden wir eine geführte, gechannelte Meditation für unser Kronenchakra machen. Damit möchte ich dir die beste Voraussetzung geben, durch diese 10 Tage gut hindurchzukommen. Und wer das Video gesehen hat mit der Vorhersage für April, der versteht vielleicht jetzt auch, was ich als nächstes sage. Denn
diese 10 Tage, und die gibt es ja jetzt 3-mal in diesem Jahr. Und diese 3 Blöcke von 10 Tagen bringen uns dazu, wirklich etwas verändern zu können. Das beginnt in der ersten Phase in den jetzigen 10 Tagen, also von 30. März beginnend, für uns persönlich erstmal zu gucken, persönlich unserem Leben eine neue Richtung zu geben, eine Richtung in die Liebe, mit der Liebe, uns auszudehnen mit dieser Liebe und unserer göttlichen Kraft, unserem göttlichen Feuer, diese Liebe zuzuführen. Das ist der erste Schritt. Und über den zweiten Schritt kommen wir zu dem dritten Schritt, und ich gehe jetzt nur mal ganz kurz auf den dritten Schritt ein. Das ist letztendlich die Vorbereitung, um in unserer Gesellschaft etwas zu verändern. Und zuerst müssen wir natürlich bei uns selbst beginnen. Und je mehr wir bei uns selbst so verändern, dass es eine neue Richtung bekommt, eine gute Richtung in der Harmonie und Kraft, dann machen wir den zweiten und dritten Schritt, und das alles dieses Jahr, also verteilt auf dieses Jahr. Und der letzte Schritt ist der erste Schritt in die große Veränderung für unser Kollektiv. Und diese ersten 10 Portaltage sind tatsächlich die Vorbereitung dafür, dass wir ganz viel erreichen können. Und es liegt jetzt an jedem Einzelnen von euch, wie ihr diese Energie nutzt. Natürlich, und das ist eben bei hochsensiblen Menschen so, werdet ihr wahrscheinlich viele Energien viel intensiver spüren. Und ihr solltet aber in diesem Moment nicht in die Leidensphase gehen, sondern einfach in die Erkennungsphase. Also erkennen und reagieren, agieren, anschauen, loslassen und in die Heilung gehen. Das ist die Chance für eine riesengroße Heilung unserer Seelen und die Chance für eine ganz intensive Kraftgewinnung für jeden Einzelnen, um in dieser aktuellen schwierigen Zeitzeit durchzukommen und um auch unsere eigenen Interesse zu sehen und zu vertreten und diese dann über das Jahr verteilt mit letzter Kraft im Dezember nach außen zu bringen. All dies ist die Vorbereitung für große Veränderungen, und es ist an jedem selbst, sich da zu besinnen, was kann ich dazu beitragen für meinen Teil. Was auch noch ganz wichtig wäre, eine gute Erdung in dieser Zeit zu haben. Denn wenn so viele Energien aus dem Kosmos zu uns hier durch das Kronenchakra kommen, dann brauchen wir eine gute Erdung, einfach um ja stabil zu sein und um noch tiefer in all die Punkte eintauchen zu können. Und was ich euch auch raten würde, macht ein kleines Ritual jeden Tag diese 10 Tage lang. Beginnt morgens oder wenn ihr halt Zeit habt am Tag, es kann auch abends sein, macht eine Kerze an und besinnt euch, bedankt euch mit einem kleinen Gebet zu eurer Seele, zum Schöpfer, bedankt euch für den Tag und für alles, was war, und dann manifestiert mit einer Affirmation zum Beispiel, und das mache ich immer, ich bin frei. Das ist meine Affirmation. Ich bin frei. Und diese Affirmation, die sage ich jedes Mal dann, wenn mich etwas Negatives erreicht. Irgendein komischer Gedanke, das passiert manchmal. Und dann sage ich, ich bin frei. Und schwupps, gehen die dann wieder weg und ich bin wieder in der freien Schwingung, die ich gerne haben möchte. Also vielleicht möchtet ihr das auch so machen, dieses kleine Ritual. Es beginnt mit einer schönen Kerze, mit einem Gebet und dann mit der passenden Affirmation, welche du für dich ausgesucht hast. Du kannst auch sagen, ich bin rein, ich bin rein, ich bin frei. Könntest du auch zusammen sagen, ja, ich bin Liebe. Also sowas, was dich total kräftigt und in die Mitte bringt. So sollte dein Ritual sein. Und ich bin gespannt,
ob ihr mir was dazu in den Chat schreibt, gerade wie ihr euer Ritual jetzt diese 10 Tage gestaltet. Denn dadurch bringt ihr auch ganz viel Licht auf die Erde. Ja, und dadurch holt ihr auch die Spiritualität noch mehr in euren Alltag hinein, weil durch die Öffnung des Kronenchakras ist es ja auch eine Öffnung zu der Spiritualität. Ja, dass die noch tiefer in euch und somit zur Erde kommen kann und dann auch noch andere Menschen berühren kann. Also hinterfragt eure eigenen Motive, wie möchtet ihr das zukünftige Leben haben, wie soll es sein? Seid euch aber bewusst, dass es nie mehr so sein wird, wie es mal war, denn wir sind in einer Erneuerungsphase und das ist ganz, ganz wichtig, diese Erneuerungsphase jetzt dann so zu gestalten, dass die neue Erde daraus entsteht. Und das eine möchte ich euch noch sagen, diese 10 Tage, wenn sie jetzt für den einen oder anderen ziemlich heftig sind, sucht euch schöne Beschäftigungen, also vielleicht auch eure Lieblingsbeschäftigung. Tut was Schönes, wo ihr euch erholen könnt und sich die Seele entspannt, einfach mit dem Fokus, sich der Liebe hinzuwenden, zuzuwenden, die Liebe vergrößern zu lassen. Denn wenn du etwas Schönes für dich tust, tust du das für dich selbst, für deine Selbstliebe. Und das wäre sehr wichtig, denn je mehr wir uns selbst lieben, umso mehr Liebe kann auf die Erde kommen. Und all das ist in diesen 10 Tagen jetzt für dich, für uns alle vorbereitet. Und diese 10 Tage sind, so sehe ich es, die Chance, um die Welt zu verändern, um wirklich den ersten großen Schritt oder einen großen Schritt von vielen Schritten zu tun, um die Welt zu verändern, liebevoll zu verändern. Ja, und jetzt machen wir gleich eine geführte, gechannelte Meditation für das Kronenchakra. Und es ist, die Energie beginnt schon zu fließen und die Engel stehen schon da. Ich muss mich jetzt entscheiden, mit wem ich gerne channeln möchte, wer uns begleiten soll. Jetzt trinke ich aber auch erstmal was und freue mich schon sehr auf euch alle und auf die tollen Energien. Ich habe ja sowieso jeden Morgen, wenn ich Yoga mache, spreche ich ja ein Gebet. Und das bringt mich auch in so eine wunderschöne Schwingung der Liebe. Und wer mag, und ich denke, es machen auch viele von euch, der kann sich mal überlegen, wie er tatsächlich dieses Morgenritual gestaltet. Denn dieses Ritual gibt so viel Kraft. Ja, und jetzt komme ich schon auch in die Schwingung, um für euch channeln zu können. Ich nehme mal mein Ursprungslicht und jetzt tatsächlich die Kundalini, weil die Kundalini ja das Feuer anfacht. Das Feuer des Lebens, das Feuer deiner göttlichen Flamme. Und ich schicke euch auch ein bisschen Energie rüber. Das ist so toll. So. Ich bitte um Schutz und um Liebe für uns alle. Ich bitte um Schutz und Liebe für jeden Einzelnen und für meinen Kanal. Und ich bitte darum, dass diese Botschaft alle Menschen erreicht, welche damit gesegnet werden, welche damit sich der Liebe nähern werden. Ich bitte darum, dass die Botschaft die göttliche Flamme der Menschen berühren wird und in diesem Moment
betreten die Engel diesen Raum. Sie kommen zu Scharen. Alle Engel, welche sich heute gerufen fühlen, und es sind sehr viele, betreten diesen Raum und heben diesen Raum in seiner Energie an. Die Herrscharen, der Weltenhüter, versammeln sich vor dir. Ein Teil der Weltenhüter besteht aus der Weißen Bruderschaft. Ein anderer Teil besteht aus den Lords des Lichtes sowie eine Gruppe der heilenden Engel und eine Gruppe der Boten Gottes. Die Energie strömt in diesem Raum zu dir, verdichtet sich so, dass ich nun die Energien für dich channeln darf. Geliebtes Menschenkind, du bist ein Teil der Veränderung, denn jeder Gedanke, jedes Wort, welches sich in dir bildet, ist die Schwingung einer Energie. Und sobald du dies in Liebe tust, darf das Licht auf der Erde wachsen. Wir bereiten dich nun auf die 10 kommenden Portaltage vor. Und zwar werden wir, wenn du es erlaubst, dein Kronenchakra öffnen, ausdehnen und reinigen. Sage nun mit deiner inneren Stimme ein Ja, wenn du dies möchtest. Wir empfangen die Schwingung deiner Zustimmung und berühren nun dein Kronenchakra. Öffnen es sanft mit deiner Erlaubnis und beginnen mit der Reinigung. Dein Kronenchakra wird befreit von allen hindernden Energien und Anhaftungen, welche im Laufe der Zeit sich dort angesammelt haben. Speziell Engel Hilarion berührt nun dein Kronenchakra, legt seine Hand dorthin. Spüre die Energie und spüre, wie ein goldener Strahl nun aus deinem Kronenchakra hinaustritt. Und spüre, wie Hilarion diesen Strahl in das Zentrum von allem, was ist, leitet, direkt zu Gottes Liebe hinführt. Und spüre, wie dich der Kuss der göttlichen Liebe berührt. Spüre nun, wie sich dein Kronenchakra ausdehnt und die Hinwendung
in die Dimensionen der göttlichen Liebe sich in dir sammeln, wie sich die Energien ausdehnen und deine Anbindung zur höchsten göttlichen Liebe von Licht durchströmt wird. Lass dies geschehen und erlaube dir, so tief wie möglich zu fühlen, so tief wie möglich dich einfach fallen zu lassen, in die heilende Energie aus Gottes Gedankenfeld, in die schützende Energie aus Gottes Gedankenfeld. Und so darf jetzt Heilung in deiner Seele entstehen. So darf Heilung dich ganz tief berühren. Und so strömt aus deinem Kronenchakra die Liebe Gottes in dein göttliches Feuer, in deinem Herzen. Beide Chakren verbinden sich und die Anbindung an das Göttliche geschieht jetzt in dir. Die Anbindung und Erneuerung zum Schutz, zur Hingabe und Liebe Gottes. Das Feuer deiner göttlichen Flamme verbindet sich mit deinem Lebensfeuer, mit deiner Feuerkraft, mit dem, was dich am Leben erhält und mit der Liebe Gottes verbindet. All diese Energien fließen nun durch dich hindurch, ausgehend von deinem Herzen in jede einzelne Zelle. So durchströmt dich Gottes Liebe von Kopf bis Fuß. Dein Kronenchakra ist weit geöffnet und es ist geschützt. Und du bist so verbunden mit allem, was ist. Die göttliche Führung ist bei dir. Vielleicht spürst du die Engel, welche dich begleiten, jetzt besonders nahe bei dir. Dann begrüße sie und schenke ihnen ein Lächeln des Wissens und der Liebe. Und schenke auch dir selbst, deiner Seele, ein inneres Lächeln voller Dankbarkeit für das, was gerade geschehen darf. Und genieße noch ein wenig die Energie, welche dich ab heute begleiten und leiten wird. Die himmlischen Herrscharen, welche sich extra heute für dich versammelt haben, singen nun deinen Namen. Und sie lobpreisen die Liebe und das Licht.
Und nun schließe deinen Kanal langsam wieder und spüre, wie die Energie durch dich hindurchfließt, durch jedes Chakra nun fließt, dich ausgleicht und erdet. Spüre auch deine Zugehörigkeit zur Mutter Erde. Und bedanke dich bei allem, was ist, dafür, was heute geschehen durfte. Und ich selbst bedanke mich auch sehr. Für diese Botschaft. Und dann komme wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, bewege deinen Körper und sei wieder ganz hier. Sehr hohe Energie durfte fließen und mein Kronenchakra ist, wow, richtig gut ausgedehnt. Ich hoffe, dass es bei euch auch so ist. Und ich wünsche euch einfach wunderschöne 10 Portaltage, ganz viel Kraft und Licht und Liebe. Wir schaffen das. Und ich hab dich so, so, so lieb. Ein Küsschen. Bis bald. Some